ganz spontan ein kurzes Video, weil ich gerade von der Situation so begeistert bin. Ich bin hier auf dem Highway 37 von Gull Lake nach Shaunavon, Saskatchewan. Und hier ist gerade richtig schön und hier geht es sogar bergab gerade. Wie toll. Das sind so ganz flache Hügel überall, Rolling Hills. Ich bin noch knapp 30 Kilometer von meinem Kunden entfernt in Shaunavon, Saskatchewan. Und die Sonne geht so langsam unter. In knapp 50 Minuten ist Sonnenuntergang. Das ist irgendwie voll schön. Es ist warm. Wir haben jetzt 16 Grad angezeigt. Aber es sind bestimmt so 18, 19. Kühe. Schöne alte Brücke, nicht mehr in Benutzung, wie es aussieht. Ja, ich habe ein Check Engine Light. Das hat was mit Spritdruck zu tun, die Spritpumpe oder irgendwas, das habe ich schon mal gehabt. Das ist jetzt mittlerweile, keine Ahnung, das dritte Mal oder so oder vierte, keine Ahnung. Es taucht immer wieder mal auf, meistens wenn ich eine Pause gemacht habe, also wenn ich eine schwere Ladung habe, der Motor richtig warm ist und ich habe eine Pause gemacht zum Essen oder so, mache den Motor aus und wenn ich dann wieder losfahre und beschleunige und meistens auch wenn es so leicht berghoch geht und der Motor richtig zu tun hat, dann kommt plötzlich dieser Check Engine Light, kommt gleich mit einem roten Stoppschild Stop Engine Immediately. Und wenn man dann ausrollt auf den Standstreifen, dann geht das Stop-Engine wieder weg und dann kann man weiterfahren. Das ist wahrscheinlich immer so ein einmaliges Auftreten von irgendwas mit dem Kraftstoffdruck, dass der nicht ausreichend ist oder so. Wenn er viel Kraft braucht bei hoher Last. Tja, dann muss ich wohl bald mal wieder in die Tasche greifen und vielleicht irgendwie Spritpumpe wechseln lassen oder so oder den Motor mal überprüfen lassen. Naja, öfter mal was Neues. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das erste Mal. Ich lösche jetzt nachher den Fehlercode und dann wird er auch nicht nochmal auftreten jetzt, weil Rückzug fahre ich ja leer. Da habe ich ja keine große Belastung vom Motor. Da erwarte ich eigentlich nicht, dass da noch was kommt. Und jetzt auf den letzten paar Metern sollte eigentlich auch nichts mehr kommen. Obwohl es hier mal wieder ein bisschen bergauf und bergunter geht. Wie gesagt, das dritte Mal einmal auf, nachdem man eine Pause gemacht hat. Und dann ist es irgendwann wieder weg. So, hier sind jede Menge Farmer auf den Feldern, schwer am Ackern. Da fährt auch wieder ein Traktor. Ich wüsste ja zu gerne, was die machen, aber ich kenne mich da einfach nicht genug aus. Hab nicht lange genug den Farm-Simulator gespielt. Ja, es geht hier die ganze Zeit immer so leicht berghoch. Der Motor hat ganz gut zu tun. Also der Lüfter geht auch die ganze Zeit an. Ich beobachte auch immer alle meine Temperaturen und meinen Ladedruck und sowas. Alles immer habe ich immer Seite offen. Also ich habe ja hier 13 verschiedene Anzeigen noch, die ich mir einblenden kann. Und ich habe immer die Seite offen mit Motoröltemperatur, Ladedruck und maximales Drehmoment. Jetzt ist gerade 100% Drehmoment abgerufen. Auch wenn es nicht so aussieht, aber es ging hier die ganze Zeit leicht den Berg hinauf. Hier müsste jetzt ungefähr die Spitze sein. Ja, schon geht der Drehmoment wieder zurück auf 75 und weniger. Tempomat wieder rein bei 105 und dann geht es jetzt hier ganz leicht wieder den Berg hinab. Den Hügel. Das ist ja eigentlich noch nicht mal ein Hügel. Das ist ja gar nichts. Aber wenn man so schwer zieht, dann reicht das schon. So, ich war noch nie beim Kunden in Shaunavon, aber ja,
Das ist ganz easy, einfach zu finden. Einmal links abbiegen und schon bin ich da. Scheint ja auch ein kleineres Nest zu sein. Oh, hier, Rehe. Ah, Rehe am Straßenrand. Ich war da Quatschen gar nicht gesehen. Zum Glück sind die in die andere Richtung gelaufen. Okay, ich passe jetzt wieder auf die Straße auf. Dass ihr mich aber auch immer so ablenken müsst mit euren Fragen. Nein, nein, alles gut. Ich bin halt auch schon wieder 9 Stunden unterwegs heute. Es wird Zeit, dass ich ankomme. Ich habe die Schnauze voll sozusagen. Da steht auch noch ein Reh auf dem Feld. Da noch eins. Hier ist ja ganz gut was los. Wir werden mal besonders aufpassen. Keine Lust hier irgendwelche Rehe zu platt zu walzen. Das mache ich nicht so gerne. Die haben mir ja nichts getan. Die sind ja lieb. Die wollen auch nur leben. Ja, ist jetzt richtig schön gerade. Ich habe jetzt so leichten Rückenwind, ganz leicht. Es ist deutlich leiser jetzt. Ich habe heute locker 7 Stunden lang fetten Gegenwind gehabt. Fast die ganze Zeit direkt von vorne, ein bisschen von rechts. Und also mein Tagesverbrauch heute liegt bei 64,8 Liter auf 100. Damit weiß man, es war ein anstrengender Tag für den Motor und für mich. Für den Motor noch mehr als für mich. Ich habe 2 größere Pausen gemacht, einmal beim Tanken und dann nochmal eine Essensmittagspause. Habe mir mehr oder weniger Zeit gelassen, weil ich habe es halt nicht so eilig. Heute ist Sonntagabend. Und ich werde heute da beim Kunden übernachten auf dem Hof. Ich werde schon die Ketten abmachen und meine ganzen Fahnen und Wimpel und Gedöns, sodass ich morgen bloß noch das Neck vom Trailer ziehen muss. Vielleicht mache ich das auch noch heute. Schönes Wetter ist es ja. Und dann kann ich da ganz in Ruhe stehen. Und morgen, wenn die anfangen, wann auch immer das sein wird, wahrscheinlich 7.30 Uhr, 8 Uhr. Da bin ich dann schon abladebereit. Dann wird das Ding runtergefahren, Neck wieder angekoppelt an den Trailer und dann geht es auf vollen Brathahn wieder zurück. Wie gesagt, 920 Kilometer leer. Naja. Aber so eine Momente hier, die entschädigen immer für vieles, finde ich. Wenn man irgendwie mit einer Ladung nicht zufrieden ist oder mit einer Leerfahrt oder was auch immer oder die Spritpreise einen nerven oder gibt ja viele Möglichkeiten, wie man sich den Tag versauen kann. Aber durch so eine Momente, auch wenn die Scheibe dreckig ist, ja, ich weiß, aber so eine Momente machen das dann immer ein bisschen wett. Nicht komplett ganz, aber ein Großteil. Auf der Scheibe. Ich werde ja auch immer wieder gefragt, warum ich die nicht zum Beispiel mit dem Scheibenwischwasser sauber mache. Das ist ganz einfach, warum ich das nicht mache. So richtig viel. Ja, dann müsste man immer, sobald eine Fliege aufditscht und noch frisch ist, die wegwischen. Das würde vielleicht gehen, aber so über den Tag verteilt, weiß ich, wie viel Liter man Wischwasser dann verbrauchen würde. Das geht einfach nicht. Man kann es machen, wenn man steht oder an den Tankstellen. Beim Tanken mache ich das immer mit den großen Wischern. Man hat ja an vielen, fast allen Tankstellen immer so Eimer stehen mit so riesen Wischapparillos, wo man dann halt hier so mit Seifenwasser ein bisschen die Scheiben sauber machen kann.
Aber das hält dann immer so 10 Minuten und dann ist wieder vorbei. Und ja, mein Bugdeflektor, mein Insektenabweiser vorne auf der Motorhaube, der hilft. Auch wenn es nicht so aussieht, aber der hilft. Zum einen hilft er hier unten in dem Bereich, weil da sind relativ wenig Insekten. Aber nein, er hilft auch über die gesamte Scheibe verteilt, weil wenn man sich den Bugdeflektor anguckt, da sind auch jede Menge Insekten drauf. Und ohne das Ding wären die alle einfach auf der Scheibe, dann wäre es noch schlimmer. Er hilft jetzt nicht so, dass die Scheibe komplett frei bleibt und gar keine Insekten drauf landen. Aber ich glaube, das hat auch keiner wirklich erwartet, also ich jedenfalls nicht. Aber er hilft ein bisschen und er sieht halt ganz gut aus. So. 12 Kilometer noch. Die Straße hier geht nur geradeaus bis runter nach Schauneven. Ich bin gerade, als ich abgebogen bin, noch vom 1er Highway, der große Trans-Canadian Highway, da musste ich nach links abbiegen und dann durch Gull Lake durchfahren. Da war direkt am Anfang ein Schild, keine Trucks, Local Delivery Only. Ja, dann dachte ich mir, schön, ich muss zwar 50 Kilometer weiter in das nächste Dorf, aber ich zähle das jetzt einfach mal als Local Delivery, weil ansonsten hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich auf den Highway 37 komme. Wenn nicht von Gull Lake aus. Also von daher, sorry, aber musste ich mal durch euer kleines Dörfchen durchfahren.
ich noch nie war, da gucke ich dann immer gerne auf Street View vorher, Google Maps und Street View, ob da Platz ist oder wie man da am besten rankommt. Bei dem sieht es so aus, als wäre da kein Zaun rundherum. Das kann natürlich auch immer täuschen, weil die Aufnahmen vielleicht zu alt sind. Aber im Großen stimmt das eigentlich immer ganz gut. Und dann suche ich mir halt schon immer raus, von welcher Seite, von welcher Straße ich da drauf fahre. Vielleicht sogar, wo ich dann irgendwie mich hinstellen kann über Nacht. Das ist echt unverzichtbar, das Ding. Also das heißt unverzichtbar, aber es macht die Arbeit halt unglaublich leichter, sagen wir mal so. So, 3 Kilometer noch, können wir schon mal langsam ausrollen hier. Fifth Avenue, okay. Ich muss aber in die Third Avenue, was machen wir denn jetzt? Edmund. So, du gehst mal schon mal auf lautlos. Ich habe mir nämlich angewöhnt, mal die letzten Meter des Tages mache ich die letzten Anweisungen mal auf lautlos, damit der dann über Nacht auf lautlos steht. Weil es ist mir schon öfter mal passiert, gerade am Anfang, dass man beim Kunden steht oder wo auch immer, auf dem Truckstop, und dann plötzlich nachts um 2 fängt der an zu reden und sagt, was weiß ich, fahr wieder zurück auf die Straße oder bieg die nächste links ab oder so. Also das ist mir schon passiert am Anfang, dass der nachts einfach irgendwie sein GPS-Signal nochmal neu bekommt und denkt, ich fahre, und dann fängt er an zu reden. Aber das habe ich nicht so gerne. Wenn ich schlafen will, dann will ich schlafen. Deswegen mache ich den abends immer auf lautlos, und dann mache ich nur den Bildschirm aus. Dann ist gut. So, willkommen in Shaunavon. Hier, wo die Straßen richtig feierlich schlecht sind. Meine Güte. Ist auch richtig viel frei. Hier könnte man zur Not auch stehen über Nacht. Muss man halt dann morgens immer noch zum Kunden fahren. So, Speed Limit, was haben wir da? 60. Okay. Das sind wir ja schon fast. So, das ist dann hier die Fifth Avenue. Großes Coop. Okay. Großes Coop. Große Tankstelle. Und ich nehme die nächste. Die wäre dann hier, oder? Ist das jetzt hier eine Straße? Warte, ne? Ist auch keine Straße. Ne, genau, hier muss ich rein. Welcome you. Seit 1913. Das ist doch schön. So, und da ist der John Deere Händler. Und davor fahre ich rechts rein. Theoretisch auch hier. Ne, das ist ja noch eine andere Firma, genau. Naja, passt schon. Viele Mähdrescher hier. Scheint wohl Mähdrescher-Saison zu sein. Also nicht zur Benutzung, die sind noch nicht so weit, aber. Fahre ich hier einfach rauf. Aufpassen, dass man bei den Mähdreschern nicht die Rohre hinten abfährt. Ach hey, steht sich ja schräg. Auf Schrägstehen habe ich aber keine Lust.
glaube, stelle ich mich da unten hin. Ist das eine Straße? Das ist keine Straße, oder? Bei so einem Plätzen muss man immer aufpassen, dass man nicht stecken bleibt. Das ist einem Kollegen gerade passiert. Der ist auf so einem Platz, so einem ähnlichen Platz halt, wo es richtig geregnet hat, beziehungsweise noch Schmelzwasser war. Also richtig eingesackt und stecken geblieben, sodass wir dann mit dem Traktor da wieder rausziehen mussten. Das Schöne ist halt, wenn man mit einem John Deere-Händler stecken bleibt, hat man gute Chancen, dass man da wieder wegkommt, weil die haben halt genug Equipment, um einen hier rauszuziehen. So. Also wenn das hier nass wäre, würde ich hier wahrscheinlich auch nicht lang fahren, glaube ich. So, dann stelle ich mich jetzt hier hin. So. Ist jetzt natürlich ein bisschen schief nach hinten. Aber das sollte funktionieren. So, Feierabend.